Kultur und Information. Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Mit Stolz und Freude begrüße ich Hugo Portisch, den großen Erklärer, der sein richtungweisendes Fernsehwerk Österreich 2 überarbeitet hat und damit die Menschen heute so bannt wie vor 30 Jahren. Seine Ehefrau Gertraude ist bei mir. Sie hat einige großartige Kinderbücher geschrieben. Der Philosoph Robert Pfaller lehrt an der Wiener Uni für angewandte Kunst. In seinem Werk »Wofür es sich zu leben lohnt« wendet er sich gegen den alles reglementierenden Korrektheitswahn und plädiert für Genuss. Und Georg Fraberger erzählt im Buch »Ohne Leib, mit Seele«, wie das ist, ohne Gliedmaßen geboren zu sein und doch ein erfülltes Leben als Psychologe und Vater von 4 Kindern zu führen. Zu Beginn Neues aus der Welt der Literatur. Spannender Buchherbst. Kürzlich konnte die Lesefestwoche Buch Wien zahlreiche Gäste anlocken. Star-Autoren wie Per Olof Enquist und Leon de Winter waren genauso vertreten wie der norwegische Bestseller-Autor Jostein Gaarder, der mit dem Werk Sophies Welt bekannt wurde. Gaarder präsentierte sein neues Buch und Journalistenlegende Paul Lendwey fesselte mit seinem Lebensbericht das Publikum. Ein starkes Programm und ein großer Erfolg für die Buch Wien. Auszeichnung für Journalistenkoryphäe. Bei Erlesen war Barbara Kudenhofe-Kalergi, die Grand Dame des Journalismus, schon zu Gast. Für ihr literarisches Schaffen bekam sie nun den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Ihr jüngstes Werk, Zuhause ist überall, erschien im Schollnai Verlag. Darin erzählt sie berührend von der Wiederbegegnung mit ihrer Heimat, aus der sie einst vertrieben wurde. Wir gratulieren zur Auszeichnung. Lesen und Speisen. Spitzenrestaurant kombiniert mit Spitzenbuchhandlung kann eigentlich nur ein Erfolg werden. Das Restaurant Speisekammer im 8. Bezirk und die Buchhandlung Buchkontor aus dem 15. Bezirk haben sich zusammengetan und einen sogenannten Kochzirkel ins Leben gerufen. Jeden Monat testet Speisekammerbesitzer Roman Steger ein Kochbuch auf Herz und Nieren. Ein mehrgängiges Menü wird aus dem jeweiligen Kochbuch zusammengestellt und kredenzt. Die Gäste lieben es. Und Steger geht das Herz auf, wenn er sieht, wie er die Gäste vielleicht sogar zum Nachkochen anregt. Nachkochbars sind sehr einfach. Es ist eine Idee dahinter, aber die Idee ist wichtig, dass man die hat und dann kann man es aber schön zu Hause kochen. Wichtig ist mir halt auch, dass den Leuten mitgibt, dass sie eine Vorstellung entwickeln, wo wollen sie hin mit dem Gericht. Wenn man kein Bild hat, wie es schmecken soll, dann ist es meistens schwierig. Steger geht sozusagen auf kulinarische Tuchfühlung und er dürfte den Geschmack seiner Gäste durchaus treffen. Ja, wenn man klar, wie ich das dann präsentiert habe, aber wie wir auf die Idee gekommen sind, das zu machen, dass wir relativ gleich einmal einen Zuspruch bekommen haben. Ah, eine gute Idee. Und da habe ich gewusst, super, das glaube ich, das geht sich aus und das, da können wir eine Reihe starten. Und das ist eigentlich, bin ich jetzt schon überzeugt davon, sozusagen. Ulla Harms, Besitzerin der Buchhandlung Buchkontor, gleich hinter der Stadthalle, sucht gemeinsam mit Steger die Bücher aus und hat die Idee gemeinsam mit ihm geboren. Es gibt eben literarische Zirkel, wo Kunden in Buchhandlungen über Bücher sprechen, aber es gibt eigentlich nie dieses boomende Segment des Kochbuchs. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn man aber über Kochbücher sprechen will, braucht man einen Koch, der genau weiß, was los ist in diesen Büchern, der das irgendwie kritisch beäugt und der einfach dann auch das Passende rundherum arrangiert. Und so sind wir dazu gekommen. Diesmal wurde italienisch gekocht, aus Die echte italienische Küche und dem Nachfolgewerk Die neue echte italienische Küche gab es 8 Gänge, die besser nicht hätten sein können. Wir schauen natürlich auch, ob irgendwie was passend ist irgendwie zum Thema, was könnte die Allgemeinheit interessieren. Wir wollen jetzt keine banalen Kochschulen machen, wo irgendwie erklärt wird, wie man Palatschinken macht, sondern wir wollen schon so ein bisschen was Besonderes einfach machen. Die Gäste sind begeistert und die Stimmung in der Speisekammer locker und lustig. Es ist wirklich hervorragend, es ist vom Geschmack
Sehr fein, wie man so schon sagt. Das ist wirklich, also ja, ich kann mich nicht entscheiden, was bis jetzt besser war. Es ist sehr, sehr gut. Der nächste Kochzirkel findet am 29. November um 19 Uhr statt. Gekocht wird aus dem ansprechenden Buch Komm du mir nach Hause von Lotte Lundgren. Vorreservierung nimmt das Buchkontor an. Wir sagen nur mehr, komm du mir in die Speisekammer. Die Neuerscheinungen, meine Damen und Herren, geniales, routiniertes und unterirdisches. Etude, Friederike Mayröcker, erschienen bei Suhrkamp, zu haben um 29,60 Euro. Die Gigantin der kleinen Form verspinnt tagebuchartige Skizzen aus dem eigenen Alltag, korrigiert, variiert, verrätselt bis zur äußersten Konzentration. Und jedes Gedicht, jeder Prosatext ist ein Stück formaler Vollkommenheit, über dem ein literarisches Universum ruht. Ich erfinde mich jeden Tag neu. Angelika Kirchschlager, erschienen bei Amalthea, zu haben um 22,95 Euro. Die Autobiografie der weltformatigen Mezzosopranistin, die sich auf der Höhe ihres Könnens aus dem Wettbewerbsgetöse des Opernbetriebs genommen hat. Heute singt sie vorwiegend Konzerte und junge Kollegen können aus diesen Erinnerungen viel lernen. Das Verzichten die Voraussetzung für eine lange, erfüllte Karriere ist. Knochen, Steine, Scherben. Sabine Ladstätter, erschienen bei Residenz, zu haben um 21,90 Euro. Die Wissenschaftlerin des Jahres 2011, Grabungsleiterin in Ephesos, erzählt von der Knochenarbeit des Archäologen. So plastisch und informativ, dass sie ihrer Wissenschaft damit so viel Gutes erweist, wie der Mathematiker Rudolf Taschner der seinen. Dr. Sleep, Stephen King, erschienen bei Heine, zu haben um 23,70 Euro. 37 Jahre nach Shining hat das vormalige Kind Danny noch immer keinen Frieden. Der besessene Vater, dessen Mordanschlägen er einst entronnen ist, hat ihm sowohl das zweite Gesicht als auch die Alkoholsucht vererbt. Jetzt ist er Sterbebegleiter und das Grauen hat nur geschlafen. Wahrhaft souveräne Verstörungskunst. Eine Handvoll Worte. Jojo Moyes, erschienen bei Rowohlt, zu haben um 15,50 Euro. Schon im Pressematerial wird unablässig geheult. Herzzerreißend wäre das Werk, dessen Vorgängervorkommnis schon, ich zitiere, Hunderttausende zu Tränen gerührt habe. Wer hingegen nicht daran gewöhnt ist, sauren Kitsch mit dem Schöpflöffel zu konsumieren, der wird sich eher auf das Epitheton magenhebend verständigen. Endlich wird hier unten einmal so richtig geflennt. Meine Damen und Herren, Hugo Portisch zählt zu den wenigen mir bekannten Medienmenschen, die die Menschheit nicht dümmer, sondern klüger gemacht haben. ORF3 zeigt Ihnen gerade die generalüberholte Fassung seiner ingeniösen Serie Österreich 2, demnächst auch auf DVD verfügbar. Ich kenne von ihm buchstäblich kein Wort, mit dem er unter sein Niveau gegangen wäre. Seine Ehefrau Gertraude verfasst unter dem Mädchennamen Traudi Reich berührend schöne und lautere Kinderbücher. Zuletzt habe ich meiner jüngeren Tochter die wehmütige Apokalypse Das Einhorn auf Spurensuche vorgelesen. Jetzt sind beide bei mir. Meine Lieben und Verehrten, wie schön, dass ihr da seid. Danke, danke. Nein, danke. Was darf ich zunächst einmal zu trinken anbieten? Rotwein oder Rivella? Nein, keine Rotwein. Lieber das grenzwertige Getränk. Bitte schön. Bitte, bitte. Was magst denn du? Ja, nur kein Alkohol zurzeit. Wirklich? Ja, sonst fange ich an zu leiden. Na wirklich? Du, das macht. Im Gegenteil, vielleicht, sonst würde ich mich in den alkoholistischen Was Exzess. Ist das? Das ist Rivella, das ist so eine Art Almdudler. Sie müssen eh nicht zugreifen, wenn Sie nicht sehr durstig sind, unter uns gesagt. Und du bist auch ein Rivella, ja, wirklich? Ja, bitte, ja. Wenn man dann nichts anderes kriegt.
Naja, Regenwasser wäre noch in Frage gekommen, wenn das Dach ein bisschen dicht wird. Ja. Wir hören es ja. Na gut. Sind wir jetzt schon so verkabelt, dass ich höre? Ja, alles, was du sprichst, wird irgendwo mitgehört. Nein, auch sonst hört der NSA immer mit. Aber hier können so ein paar andere ganz dazu. Nein, ich wollte aber nur wissen, ob ich Sie verstehe. Ja, bin ich verständlich? Ja, ja. Das ist ja wunderbar. Da frage ich zuerst den Hugo was, wenn Sie gestatten. Ja. Mein Lieber, 32 Jahre nach der Erstausstrahlung Österreich 2, überholt, erneuert. Welcher Blick auf die Geschichte hat sich da geändert? Was hast du da gemacht, schlicht und einfach jetzt? Es hat sich an sich inhaltlich gar nichts geändert, aber der Blick, die Sicht auf manche Dinge. Mhm. Also typisches Beispiel, Renner, Unabhängigkeitserklärung 1945, 29. April, geht ins Parlament und gründet die Zweite Republik und gibt dazu eine Erklärung ab, eine sogenannte Proklamation. Mhm. Und in dieser Proklamation stellt er etwas dar, was wie wir das zu bearbeiten hatten, hatten wir erst einmal kein Tondokument. Aber dann haben wir auch gemeint, alles, was er sagt, erzählt, spricht er im Geist der damaligen Zeit. Jetzt sind die Sowjets da, jetzt gibt es noch Krieg, jetzt muss er dieses Land verteidigen. Und er muss sagen, das ist ja nie ein Anschluss gewesen, den die Österreicher auch nur im Mindesten gewünscht hätten. Das ist ein Volk, das sofort verstummt, das stumm gemacht worden ist, das blind hineingeführt worden ist in den Krieg. Niemand wollte den Krieg. Das ist klar, wenn neben ihm lauter Sowjetoffiziere stehen und die größte Fraktion im Parlament sind sowjetische Offiziere, habe ich gedacht, na ja, was soll er sagen? Aber natürlich heute können wir das gar nicht einfach so hinnehmen. Er hat damit natürlich einen Sündenfall begangen. Er hat damit gesagt, die Österreicher sind völlig unschuldig. Sie haben nichts damit zu tun. Es sind die Nazi-Faschisten gewesen und die Deutschen, die Hitler-Deutschen, die da reingekommen sind. Aber heute haben wir eine ganz andere Aufarbeitung unserer Geschichte. Auch wir wussten schon, dass das nicht so ist. Aber wir haben es auch nicht wiedergegeben. Aber wir haben es nicht ausdrücklich negiert. Wir haben nicht ausdrücklich etwas dazu gesagt und gesagt, aber hallo, was der Renner da sagt, ist eigentlich unhaltbar von der Geschichte. Ich hatte hier den Marco Feingold von der jüdischen Gemeinde in Salzburg, der gesagt hat, dem Rennerring gehört der Name ebenso entzogen, weil der Renner ein Anhänger des Anschlusses war. Was sagst denn du dazu? Naja, das hat ja damals jeder gewusst. Der hat ja aufgerufen auch dazu. Mhm. Ich als Bekenner zur deutschen Sprache und zu Deutsch. Aber damals waren ja alle ursprünglich für den Anschluss. Der erste Paragraph der neuen Republik hat geheißen, Österreich ist eine demokratische Republik. Zweiter Paragraph und damit ein Teil des Deutschen Reiches. So haben alle Abgeordneten dafür gestimmt. Nur dann haben es die Alliierten verboten. Den Anschluss haben sie 1919, den beschlossenen, in der Verfassung stehenden Anschluss, haben sie verboten. Darum, das heißt, der Renner darf seinen Ring behalten? Naja, aber natürlich hätte der Renner auch wissen müssen und hat es auch gewusst, dass das nicht mehr das Deutschland war 1919, sondern das war das Deutschland Hitlers. Ja, und es war selbstverständlich bekannt, dass die Konzentrationslager haben, dass sie brutal vorgehen, dass sie die Juden verfolgen, dass sie antisemitisch sind. Alles das war bekannt. In der Arbeiterzeitung fand er schon auch seine Niederschlag in Karikaturen und alles Mögliche. Aber er hat das also noch immer in dem Geiste von 1919 gesagt, also jetzt vollzieht sich das. Und interessanterweise die sozialdemokratische Opposition, die sozialdemokratische Führerschaft, die in Exil war, in England war, hat sich auch in England noch immer zu dem Anschluss bekannt, auch 1940, 41 noch, weil ich gesagt habe, der Hitler wird vergehen, aber das ist richtig, dass Österreich bei Deutschland ist, ist richtig, das ist ganz in unserem Sinne, es wird ein großes sozialdemokratisches, sozialistisches Deutschland geben nachher. Also man muss das schon ein bisschen auch aus dem Zeitgeist und aus den damaligen Überzeugungen her sehen. Na klar. Liebe Frau Portisch, wenn Sie sich erinnern an dieses Jahr 1955, nach dieser langen Zeit, zuerst der Austrofaschismus, dann die Hitlerzeit, dann die Besatzung, wie erinnern Sie sich an diesen Tag der Freiheit? Ja, bei mir hat sich das ein bisschen anders abgespielt, weil ich bin erst 1947 zurückgekommen nach Österreich. Und dadurch habe ich die ärgste Zeit nicht miterlebt, die ärgste Zeit des Hungers und der Verzweiflung. Aber dann muss ich sagen, also das Gefühl, wie Österreich dann frei geworden ist, das war für mich
das Größte, was ich mir vorstellen könnte. Dann war eigentlich für mich erst der Krieg und alles zu Ende. Wie hast denn du das erlebt? Das Ende des Krieges? Ja, nein, den Tag, dieses Jahr 55, dieser Knall in die Freiheit. 1955? Ja. Na, das war ein Riesenerlebnis. Ein Riesenerlebnis. Ich muss sagen, ich bin am Schwarzenbergplatz gestanden, wie die das unterzeichnet haben und wie dann die letzte alliierte Parade war. Und wie die auf dem Gebäude der Industrie, dort war ja der alliierte Rat, eine alliierte Flagge nach der anderen eingezogen haben. Und die Leute haben gejubelt bei jeder Flagge, die runtergegangen ist. Haben gejubelt. Aber am allermeisten haben sie gejubelt, wie die Sowjetfahne dann runtergegangen ist. Und dann haben die Amerikaner natürlich etwas gemacht, das sie ja eigentlich sehr gepflegt haben in diesen 10 Jahren Besatzungszeit, nämlich dass sie sozusagen auf der Seite des Volkes der Österreicher sind, mit Marshallplan und UNRWA-Hilfe etc. etc. Und sie haben dann die Parade abgehalten, auch noch der Fiegel und der Schärf dort gestanden, und der Raab, Fiegel und Schärf, und haben diese Parade mit den Alliierten abgenommen. Und dann kamen also die Franzosen, die haben ihre Trompeten gehabt. Dann kamen die Engländer, die haben ihren Dudelsack gehabt. Und dann kamen die Amerikaner, ja, und dann kamen die Russen und haben ihre richtigen wilden Marsch gespielt. Und dann kamen die Amerikaner und haben den Radetzky-Marsch gespielt. Und das war also eine Liebeserklärung an Österreich. Und die Leute waren so außer sich. Und das war also wirklich, es war ein ganz großer Tag. Ich habe das ja in unserer Fernsehserie Österreich 2, haben wir diesen Tag ja auch einen Tag wie kein anderer benannt. Und das war es auch. Es war ein Tag wie kein anderer. Sag, du hast in einem Interview gesagt, es wäre jetzt nach der Wahl der Weckruf gefragt. Ich habe zuerst gedacht, du meinst die Zeugen Jehovas, aber die sind ja der Wachturm. Ja, nicht? Das ist ja. Wer gehört denn aufgeweckt und was sollte geschehen? Nein, ich habe das in dem Zusammenhang gesagt, dass im Jahre 1945 fiel der letzte Schuss in der Schlacht um Wien am 13. April. Mhm. 14 Tage später, also in 14 Tagen, hatte man gegründet die SPÖ, die ÖVP, den ÖGB, hat den Renner eingesetzt als Staatskanzler. Der Renner hatte bereits eine große Regierung gebildet, alles in 14 Tagen. Und es hat schon funktioniert. Der Renner hat am 27. April, also 14 Tage nach dem letzten Schuss, schon eine Regierung präsentiert. Und alle Parteien waren schon da alles. Und jetzt haben wir gedacht, also jetzt könnten Sie sich einmal auch bei uns als Weckruf sagen, schaut euch an, wenn man etwas will, wenn man zu etwas entschlossen ist, wenn man weiß, was das Ziel ist. Und das Ziel ist ja heute bekannt. Wir wollen ja heute nicht mehr Hakerei und Wadelbeißerei haben, sondern wir wollen, dass die was sofort und schnell und gut zustande bringen. Haben ja Jahre jetzt gebraucht, um das alles durchzudiskutieren und sich gegenseitig zu blockieren. Und jetzt ist einmal die Zeit gekommen, so zu handeln. Natürlich, wie weiß ich schon, ist ein Riesenunterschied zwischen damals und heute. Und heute ging es halt nicht in 14 Tagen, aber um Gottes Willen doch wenigstens in 4 Wochen oder 8 Wochen. Ja, oder vielleicht 8 Jahren, nicht? Weil es steht ja doch manches. Das auch noch. Ja. Liebe Frau Portisch, um vor allem auf Ihre Kinderbücher zu kommen, die ich sehr liebe, da ist eine große Humanität ist in diesen Büchern. Ich lese immer meinen Töchtern vor, sie sind sehr bewegt. Ich habe manchmal, haben Sie nicht den Eindruck, dass ein bisschen die Liebe zu den Kindern abhanden gekommen ist? Man soll sie so schnell wie möglich in den Kindergarten abschieben. Sie sollen den ganzen Tag am besten in der Schule sitzen. Wenn Papa und Mama gerade lustig zur Mutter ist, machen sie eine Patchwork-Familie und zerteilen sich in 40 Teile und die Kinder wissen nicht mehr, wo sie daheim sind. Was sagen Sie denn da? Also ich hätte das, was Sie mir jetzt gesagt haben, genau so formuliert. Das ist mir eine große Ehre, ja. Das hängt aber damit zusammen, dass eben die Eltern beide immer mehr und mehr beide arbeiten. Damit hat sich die ganze Situation total verändert. Dadurch müssen sie ja etwas finden, wo sie die Kinder hingeben, wenn sie arbeiten. Und die Kinder haben natürlich viel weniger von dieser Liebe. Denn wenn du in einem Hort bist als Kind oder in einem Kindergarten, dann wenn du gut geführt bist, ist das ja sehr, sehr schön und es kann auch gut sein. Aber so früh, wie man heute Kinder schon in den Kindergarten gibt oder in den Hort, das sehe ich als eine Katastrophe an. Weil dann, wenn die Kinder nach Hause kommen am Abend,
wenn die Eltern nach Hause kommen am Abend, hat ja das Kind schon einen Teil des Tages hinter sich ohne Eltern. Und wie sich das dann in der Zukunft auswirken wird, ist noch nicht ganz geklärt. Mhm. Hugo, wie ist das? Ist die Menschheit veredelungsfähig, wenn wir uns so, du erinnerst dich schon an eine gewisse Spanne Menschheit, und wenn wir uns die Altsteinzeit vergegenwärtigen, so rasend viel scheint sich nicht verändert zu haben. Ja, da sind wir immer wieder in einer Debatte mit meiner lieben Frau, weil sie meint auch, dass das sehr schwierig ist, die Veränderung der Menschheit. Okay. Ich glaube jetzt sehr daran, dass die Menschheit sich verändert. Ich könnte das auch durch die Geschichte der Menschheit, glaube ich, nahezu beweisen. Aber wenn ich die Bücher meiner Frau lese, glaube ich auch daran, dass die Menschheit lernfähig ist und sich verändert. Das neueste Buch, Die zwei weißen Schmetterlinge, das ist also ein Bekenntnis zu leben und zu die Lust zum Leben und die Freude am Leben zu haben. Das ist ja ganz, damit meine ich auch, weil man bekennt sich damit auch zur Fähigkeit der Menschheit, etwas zu lernen und auch etwas voneinander zu lernen und auch etwas zu übernehmen. Naja, abhorchen gelernt hat die Menschheit perfekt. Du bist doch ein bekannt Amerika-affiner Mensch. Dieses Land hast du immer geliebt. Ja, auch ein Amerika-kritischer. Ja, genau. Ein kritischer Liebender, ja, ja. Das, wie man das nennen möchte. Aber wie siehst du das? Wir haben maßgebliche amerikanische Schriftsteller, liberale Menschen gefragt, die gesagt haben, entschuldigen Sie, der Herr Snowden hat einen Eid geschworen und ist ein eidbrüchiger Gangster. Unsere Position ist da vielleicht anders. Was sagst du dazu? Nein, also ich glaube eindeutig, dass der Mann Gewissensbisse hatte, mhm, und sich gesagt hat, so kann es nicht sein, das muss man in die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube schon, dass der hat nicht spekuliert, er hat ganz bestimmt nicht auf Geld spekuliert. Er hat ihm sein Gewissen dazu berufen, das bloßzulegen. Und dafür muss eigentlich die ganze Welt ihm dankbar sein, weil das ist wirklich unerhört, was sie sich erlaubt haben und was sie sich nach wie vor noch immer erlauben. Und dass Amerika ein völlig anderes Land geworden ist, als es ursprünglich einmal war, noch vor 50 Jahren. Stellen ja alle fest, insbesondere auch gerade die liberalen Intellektuellen in Amerika sind ja entsetzt über der George W. Bush, der das Faustrecht in der Welt eingeführt hat. Mhm. Der Amerika kann machen, was es will, alle anderen sind ihm wurscht. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Das sind also seine Sprüche. Das Menschenrecht und auch die Menschenrechte gebrochen im Irak und in Afghanistan. Und mit dem Guantanamo-Gefängnis ist eindeutig nicht nur das Völkerrecht total verletzt, auch die Menschenrechte sind verletzt von Amerika. Und ich bin sehr enttäuscht für Herrn Obama. Viele sind enttäuscht über den Herrn Obama, der die zweite Präsidentschaft schon angetreten hat und gesagt, Guantanamo sperrt dazu. Es ist immer noch da. Ja. Nein, das ist ein Land. Und warum macht das nicht? Weil er Angst haben muss vor dem Druck des Kongresses, weil dort die Republikaner werden von der Tea Party beherrscht und die anderen haben Angst, auch wenn sie dann sich dafür einsetzen. Und das kann ganz leicht so ein CIA oder ein NSA-General hingehen und sagen, ja, wenn wir das eigene Land bloßstellen wollen, dann sperren wir das alles auf und zu, nicht? Mhm. Aber damit sagt halt die große Volksmeinung, ja, uns darf noch nichts passieren, nicht? Aber diese populistischen Standpunkte, der ist ja auch bei uns teilweise, ja, was die EU betrifft und was Ausländerfragen betrifft. Und dass sie auch in Deutschland, hat sich die Frau Merkel nicht so viel zu sagen getraut, als sie extra hätte sagen müssen. Also die Angst vor den Populisten, die das ausnützen und ins Extreme erklären, ist so groß, und besonders also auch in Amerika, dass die Staatspolitik davon teilweise vor sich hergetrieben wird. Ja, wenn du dir hier die Leute anschaust, der eine meint, man könnte unter Umständen die Todesstrafe wieder einführen, der andere sagt, lieber Islam als der Ham und sowas. Also so ganz so schwer geläutert haben wir uns wieder auch nicht, was? Nein, was halt notwendig ist, und da muss ich sagen,
müssen auch viele vor der eigenen Türe kehren. Und insbesondere auch die EU vor der eigenen Türe kehren. Man kann nicht Dinge tun und die richtigen Dinge tun und die richtigen Dinge wollen, ohne nicht präzise zu erklären, warum man es tut und weshalb das gut ist. Das sind die ganzen Verordnungen von der EU, die da immer wieder über uns hereinbrechen. Nicht? Die werden nicht erklärt, die werden einfach angeordnet. So ist das. Jetzt dürfen keine Sacheln gebraucht werden, ja, weil die sonst sehr umweltschädlich sind. Und es darf, ein Olivenöl darf nicht offen verkauft werden, weil. Aber das, vermittelt wird das nicht. Mhm. Also ein ganz typisches Beispiel. Die EU bricht ihre eigenen Regeln und ihren eigenen Verträge. Der Vertrag von Lissabon, wie alle anderen EU-Verträge, sehen die Subsidiarität vor. Das ist ein fürchterliches Fremdwort, ja. Bedeutet aber, alles, was auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene allein entschieden werden kann, muss dort entschieden werden. Es geht die EU nichts an. Keine Spur davon. Das ist unterschrieben, das ist der Lissabonner Vertrag. Und dann kommen sie und tun etwas, was sehr wohl auf lokaler oder regionaler Ebene entschieden werden kann. Zum Beispiel die Sackeln, das Neueste. Die Italiener haben vor zwei oder drei Jahren bereits eingeführt, keine Nylonsackeln mehr. Aber überall in jedem Supermarkt kriegst du Sackeln und sie sind umweltfreundlich. Sie sind aus einem Stoff, der sich sofort verwerten lässt. Der eben nicht aus Nylon ist. Und es ist lautlos eingeführt worden in Italien. Und die Nylonsackeln waren weg. So etwas kann ja der EU auch einfallen. Aber auf regionaler Ebene machen. Es fehlt die Erklärung, es fehlt der Zugang zu den Menschen. Und ich muss es leider auch sagen, und auch unsere Abgeordneten in Brüssel, wir wählen ja Abgeordnete, jetzt ist ja bald EU-Wahl auch in Österreich. Die Wähler wählen die Abgeordneten, aber ich höre nicht, dass die Abgeordneten sehr oft da wären und ihre eigenen Bestimmungen und dort, wo sie mitstimmen, ihren Wählern erklären würden. Der Lissabonner Vertrag ist meiner Ansicht nach sehr, sehr ungenau oder überhaupt nicht erklärt worden. Mhm. Nicht? Aber ja, dann haben sie mir, wie ich das einmal öffentlich erklärt habe, haben sie mir so einen Berg von Pamphleten geschickt, dass das Ausnahmen gedruckt hat, wofür es auch für Brüssel sehr gelobt wurde. Der Lissabonner Vertrag in 16 Broschüren erklärt worden. Mhm. Aber also, das ist keine Erklärung gegenüber dem Wähler. Sag, eine Frage habe ich noch an Sie beide. Ich habe leider den Titel des äußerst amüsanten Buches vergessen, in dem die Frage, was wäre gewesen, wenn, gestellt wurde. Was wäre gewesen, wenn der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden hätte? Wäre Österreich heute die eigentliche Supermacht, Amerika ein komisches Land voller Cowboys und hier würde eine humane, elegante Weltpolitik getrieben? Also das ist ja eine Frage, die in der Geschichtswissenschaft nicht gestellt werden darf. Weil da kann man sich alles Mögliche einfallen lassen. Darum sind wir ja in einer gänzlich anarchistischen Sendung. Also erzähl mal. Es ist ja nicht nur am Ersten Weltkrieg zugrunde gegangen. Die Monarchie ist zugrunde gegangen, weil sie reformunfähig war. Es war ganz klar, dass ab dem 19. Jahrhundert der Nationalismus beginnt, eine große Rolle zu spielen. Und dass die Nationalisten überall als Populisten auftreten, in Polen, in Böhmen und Mähren, in der Slowakei, nicht zuletzt auch in Ungarn selbst und nicht zuletzt in Österreich selbst. Die Deutschnationalen waren eine sehr, sehr starke, wenn nicht gar die stärkste Partei im deutschsprachigen Österreich. Also es waren ja schon alles nationale und nationalistische Aufbegehren. Und darauf hätte man natürlich antworten müssen. Man hat nirgendwo richtig darauf geantwortet, außer dort, wo die dann im Ersten Weltkrieg die Gelegenheit benutzt haben, um ihre eigenen Staaten zu fordern. Die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die Jugoslawen. Nicht? Daran ist es dann, an den Nationalismus ist dieses eigentlich ungeheuer europäische Land, diese österreichisch-ungarische Monarchie, in der es eine funktionierende Währungs- und Wirtschaftsunion gegeben hat, in dem alles international schon geregelt war, wo die EU jetzt noch hinten nachhinkt, die ist daran zugrunde gegangen, weil sie sich nicht reformieren konnte, weil sie auf die nationalen Begehrlichkeiten und auf die nationalen Wünsche nicht einzugehen imstande war. Könnten Sie sich vorstellen, dass hier noch Karl Habsburg als Kaiser regieren würde? Gibt es in England, gibt es in den Niederlanden? Ist das vorstellbar?
meiner Ansicht nach schon vorstellbar. Aber vor allem, um Ihre Frage zu beantworten, wenn der Erste Weltkrieg nicht gewesen wäre, hätte es den Zweiten nicht gegeben. Und dann wäre überhaupt alles an. Dann hätte es keinen Hitler gegeben. Dann wäre die ganze Katastrophe des Nachkriegs. Dann wäre schon einmal der ganze Holocaust und die ganzen Verfolgungen nicht gewesen. Weil da waren die Juden in der Vorzeit, waren ja etabliert. Besonders in Österreich waren sie assimiliert. Und das ist nicht vorstellbar, wie wunderbar das gewesen wäre, wenn der Erste Weltkrieg nicht gewesen wäre. Vor allem hätten wir jetzt einen Kaiser, der ungefähr auf dem intellektuellen Maß der jetzigen Regierung wäre. Nicht? Bitte hier zu bleiben und sich bitte weiter in die Debatte einzuschalten. Ich sage den nächsten Gast an. Meine Damen und Herren, der Philosoph Robert Pfaller, der schreibt mir aus dem Herzen, die Zeiten werden immer hysterischer und dogmatischer. Man darf nicht mehr öffentlich rauchen, man darf zwar öffentlich Rivella, aber nicht mehr Rotwein trinken. Wir haben es gerade besprochen. Ständig steht ein hysterischer Ayatollah hinter uns, der uns mit dem Äußersten droht, wenn wir uns nicht kosten- und gesundheitseffizient verhalten. Und wie mein Freund Hermann Nitsch fordert auch Professor Pfaller das Recht auf Feierlichkeiten und Rauschzustände. Und weil uns der Staat einschlägig belästigt, ist Herr Pfaller auch Mitbetreiber der Initiative Mein Veto. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Was trinken Sie denn Rotwein? Blöde Frage. Nicht, darf ich Ihnen Rotwein anbieten, nehme ich an. Ein Glas Rotwein und diese Tageszeit ist vielleicht durchaus angebracht. Wir tun ja hier alles, was man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht darf. Man darf ja auch wenig, aber wir tun das. Sie sind nicht zufällig Raucher. Ich rauche selbst, vielen Dank, nur sehr wenig. Das kann man? Ja, das ist möglich. Seit es aber fast überall verboten ist, sehe ich mich irgendwie veranlasst, es ein bisschen öfter zu tun. Vorher war ich eigentlich ein glücklicher Passivraucher. Durch diese Verbote bin ich irgendwie gezwungen, es langsam auch ein bisschen selber zu tun. Ja, bitte, meine Frau muss mir auch immer in den Arm fallen, dass ich meinen Töchtern nicht Justament Barbie-Puppen kaufe, nur weil man das nicht darf. Ich meine, es graut mir vor Barbie-Puppen wohlgemerkt, aber wenn man es nicht darf, dann kriege ich irgendwie so einen leisen Impuls, so ein Zeug zu erwerben. Nicht? Ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, über diese seltsame Verbotskultur. Also Sie schreiben mir da wirklich gänzlich aus dem Herzen, was man alles nicht darf. Man muss die Kinder, wir haben gerade gesprochen, die Kinder mit einem Jahr muss man in den Kindergarten geben, damit sie korrekt für die Ganztagsschule weiter erzogen werden. Und man darf nicht rauchen, man darf nicht trinken. Die Amerikaner dürfen nicht mehr einen halben Liter Coca-Cola trinken, damit sie nicht dick werden. Ich denke an meinen Freund Thomas Glavinitsch, der hier gesagt hat, ich bitte mir das Recht aus, Blatt zu werden. Wie sehen Sie denn das so? Nun, ich glaube, dass ein Teil dieser Verbote, mit denen wir da überflutet werden, eine sehr schädliche Funktion für die Gesellschaft hat, nämlich Empfindlichkeiten zu schüren. Und wenn man das tut, glaube ich, zerstört man an den Menschen sehr viel. Erstens ihre Glücksfähigkeit, zweitens ihre Würde und drittens ihre Freiheit. An der Glücksfähigkeit, glaube ich, kann man das am leichtesten vielleicht erläutern. Wenn man sich nur so ganz grob vergegenwärtigt, was uns alles große Freude im Leben macht, dann muss man sich eingestehen, dass an all diesen Dingen immer etwas Ungutes dran ist. Also der Alkohol schädigt die Leber oder das Budget. Wenn wir lang Partys feiern bis in die Morgenstunden, dann schädigen wir unsere Arbeitsfähigkeit. Wenn wir spazieren gehen, verschwenden wir Zeit und so weiter. An all diesen Dingen ist immer ein ungutes Element dran. Aber das Großartige dieser Dinge kommt genau dadurch zustande, dass wir für einen Moment lang so tun, als könnte uns das nichts ausmachen. Wir sagen, okay, heute wird mal gefeiert, heute tun wir so, als ob es kein Morgen gäbe. Morgen sind wir dann wieder brav und tun so, als ob es ein Morgen gäbe. Aber heute gönnen wir uns das mal. Und nur dann fühlen wir uns richtig großartig und das macht uns glücklich. Unser Glück hängt also davon ab, dass wir in der Lage sind, aus einer negativen Eigenschaft der Dinge, aus dem Unguten, das diesen Dingen anhaftet, etwas Großartiges zu machen. Wenn man uns für dieses
Ungute völlig empfindlich macht und so tut, als könnten wir das niemals überwinden, dann macht man uns eigentlich zu Kindern und macht uns glücksunfähig. Zugleich nimmt man uns damit unsere Würde, denn die besteht darin, dass wir in der Lage sind, solche Dinge zu überwinden. Und man zerstört dann letztlich auch an uns unsere Freiheit, denn unsere Freiheit besteht darin, dass wir in der Lage sind, unsere Empfindlichkeiten hinter uns zu lassen. Wir sind nicht nur empfindliche Naturwesen, sondern wir haben auch eine Dimension des Allgemeinen an uns. Und das ist unsere politische Dimension. Wenn man uns auf unsere Empfindlichkeiten reduziert, zerstört man eigentlich unsere Existenz als politische Bürger. Sind Sie ein Apologet des Seitensprunges allenfalls? Ich bin genauso wenig ein Propagandist des Seitensprunges wie des Rauchens. Ich bin nur ein Kritiker der Art, wie mit diesen Phänomenen in unserer Kultur derzeit umgegangen wird. Ich glaube, eine Kultur, die zivilisiert und urban sein will, braucht Momente der Diskretion und des Takts. Es gibt bestimmte Dinge, die kommen nur dann zustande, wenn man über bestimmte Dinge schweigt. Auch im zivilisierten Verhalten ist das übrigens so. Wenn wir uns urban und zivilisiert benehmen, dann heißt das ja, dass wir auch gezielt über bestimmte Beweise der Existenz des anderen hinwegsehen. Wir tun so, als hätten wir manche Dinge nicht gehört, als hätten wir manche Dinge nicht gerochen und so weiter. Das ist zivilisiertes Verhalten. Und mir fällt auf, dass es in unserer Kultur eine Tendenz gibt, Vertrautheit oder Intimität so zu definieren, als käme es darauf an, alles voneinander zu wissen. Im Kriminalfilm Tatort zum Beispiel, wenn die Polizei in ein Haus kommt und ein Ehepaar befragt und sagt, können wir mal kurz mit ihrem Mann alleine sprechen, sagt der Mann, nein, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Und kurz gesagt, und dann wundert man sich, wenn in diesen Ehen diese bekannten zeitgenössischen Symptome auftreten, Schwund des Begehrens und so weiter. Das ist doch ganz offensichtlich, dass das zusammenhängt. In Beziehungen, in denen der andere kein Geheimnis mehr haben darf, verschwindet auch alles, was an ihm begehrenswert ist. Und darum muss man zumindest, selbst wenn man gar kein Geheimnis hat, auf das Recht pochen, dass das selbst ein Geheimnis bleiben darf. Ja. Sehr gescheit. Hatten Sie je Geheimnisse voreinander? Nein. Da müsste man nachdenken. Ich glaube nicht. Naja, es sind schon einige Dinge, wenn ich etwas geschrieben habe, was dem Hugo fremd vorgekommen ist, dann schien es ein Geheimnis. Aber das ist nur, es ist kein Geheimnis. Ich habe es nicht zurückhalten wollen. Das stammt aus einer Zeit aus mir heraus, in der wir uns teilweise nicht gekannt haben oder wo er irgendwo in der Welt unterwegs war. Da gibt's schon Dinge, die man sozusagen geheim hält. Aber das tut man nicht geheim halten. Und man nähert sich einander dann langsam und dann werden die Geheimnisse Selbstverständlichkeiten. Ja, das ist ein paradiesischer Idealzustand. Apropos Glück, macht Sie das Porträt glücklich, das der Oskar Stocker von Ihnen gemacht hat? Das ist ein bisschen ein grimmiger Bursche, dieser Philosoph. Aber sozusagen, ich finde, es ist gut, wenn man auch parodiert wird. Wir kennen jetzt komischerweise nur lustige Philosophen. Der Conny Liesmann ist doch ein lustiger Mensch, ein liebenswürdiger Mensch. Und der Kampitz, alles sind doch reizende Menschen eigentlich. Ich glaube, es wäre eine fatale und sehr metaphysische Annahme zu glauben, dass Wahrheit und Heiterkeit sich nicht miteinander vertragen könnten. Im Gegenteil, ich glaube, Wahrheit erkennen zu können, setzt immer auch einen bestimmten Humor voraus. Na gut, mancher große Philosoph könnte vielleicht nicht gerade eine Humorkanone gewesen sein in der Geschichte. Weil Kant war zum Beispiel wahrscheinlich nicht das Übermaß des Kommunikativen. Ach, gerade bei Kant kann man sich da sehr täuschen. Ich glaube, das war ein sehr charmanter Mann, der konnte auch mit den Damen scherzen. Der ist durchaus witzig. Warum hat er dann nicht? Entschuldige, aber das führt jetzt zu weit. Ja, das ist gar nicht so ganz sicher. Ach so, nicht. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich täusche. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Dogmatismus, erstens einmal, vieles dieser seltsamen Korrektheitswelle kommt aus den Vereinigten Staaten. Ich frage mich, wie kann ein Land, in dem wie in einer Bananenrepublik die Todesstrafe vollzogen wird,
uns erklären, dass man ein Binnen-I verwenden muss oder dass man nicht keine Coca-Cola oder, mhm, dass man zu dick wird von den Pommes frites und so etwas. Das ist doch eine Perversität, mit Verlaub gesagt. Das Zweite ist, ähnliche Ansätze sehe ich bei den hiesigen Grünen. Es tut, mhm, mir leid, die ständig sagen, das musst du im Radl fahren nicht und mit einem Jahr im Kindergarten und wehe wenn und dann muss er raus und der darf nicht irgendwelche Arbeiten schreiben für eine andere Universität, sonst ist er ein Verräter und muss und so weiter. Ist das richtig? Nun, vielleicht, wenn ich kurz beim ersten Punkt bleiben darf, ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich glaube, man kann als eine Regel sagen, je brutaler in einem Land mit den Menschen umgegangen wird, desto zart beseitetere Sorgen werden in diesem Land kultiviert. Ja? Also, gute Idee. Also das ist ein Land, wie Sie sagen, Menschen hingerichtet werden, Menschen mit ungerechten Urteilen im Knast kommen, wo Menschen so arm sind, dass sie sich keine Zahnbehandlung leisten können oder keine Operation. Sie sprechen von Amerika. Von Amerika, ja. Nicht? Also da herrschen katastrophale Sozialstandards für eine Gesellschaft dieses Reichtums, aber zugleich macht sich diese Gesellschaft Sorgen um millimeterkleine Dinge, eben Binnen-Is oder jetzt ein Fall eines amerikanischen Intellektuellen, der im Internet die Frage aufgeworfen hat, ob man nicht seine Freunde kritisieren muss, wenn die im Karneval als Indianer verkleidet gehen, weil dann machen sie sich doch über eine unterdrückte Minderheit lustig. Also Cowboys geht, das sind diese Berufsgruppe, aber Indianer auf keinen Fall. Nicht? Und das sind, glaube ich, Dinge, das habe ich versucht in meinem Buch Zweite Welten zu thematisieren. Ich glaube, diese Dinge hängen zusammen. Also die Grausamkeit gegen die Menschen bedarf einer Kultur, die Empfindlichkeiten im Kleinen kultiviert. Das eine ist die Unterstützung und die Deckung des anderen. Das heißt, wenn man die Sorge für die Empfindlichkeiten attackiert, dann tritt auch die Grausamkeit im Großen sehr viel deutlicher zutage. Und so kann sie nicht bestehen. Sie braucht immer eine bestimmte Hülle und Bedeckung. Und darum ist es, glaube ich, sinnvoll, diese Bedeckungen anzugreifen. Mhm. Liebe Frau Bautisch, soll und darf man aus Kinderbüchern die Worte Neger, Zigeuner oder so etwas tilgen? Aus klassischen Kinderbüchern? Nein, da bin ich dagegen. Ich bin auch dagegen, dass man bei Theaterstücken den Text verändert. Ich meine, was heute gang und gäbe ist, immer wieder. Der Autor hat, und der ist ja meistens schon gestorben, der kann ja gar nichts machen dagegen. Ich halte das, also zum Beispiel bei den Hatschi Bratschis Luftballon, ja, da kommt ja drin vor, aber mit dem großen Messer kommen schon die Menschenfresser. Wurde sofort ausgemerzt, denn Menschenfresser darf es nicht mehr geben. Bekanntlich, der Kannibalismus also, hat nicht existiert. Aus. Da bin ich dagegen. Siehst du das auch so? Der arme Preußler musste noch auf dem Totenbett zustimmen, dass man, das war ein zauberhafter, humanistischer, wunderbarer Mensch, dass man ihm irgendwelche unkorrekten Wörter herausstreicht. Also ich halte das für einen glatten Unsinn und das wird sich eines Tages wahrscheinlich auch korrigieren. Ist ja viel besser, gerade wegen der Kinder. Wenn man ihnen das darfst nicht sagen, das um Gottes Willen, das ist tabu. Mit der Tabuisierung solcher Dinge stellt man ja viel mehr an, als wenn man sagen würde, ja, die wollen nicht mehr Zigeuner genannt werden und ihnen die Gründe erklären, warum sie nicht Zigeuner erklären werden. Aber das war auf jeden Fall, komm Roma, komm Sinti und spiel mir ins Ohr. Na ja, ja, sicher. Das ist ja verrückt. Es hat wirklich, wirklich Debatten gegeben, ob man den Zigeunerbaron in Mörbisch spielen kann, ohne, ja, sicher, diese Debatten, ohne auf das, ja, Massaker von Oberwart einzugehen. Na, Nebisch kann ich dann leider nicht sagen. Nein, also ich glaube, da fehlt auch drüberfahren über Dinge, mhm, und das darf sein. Übrigens, der Marcel Bravi hat da immer was gesagt, wenn die, mhm, Leute so viel verändern, und dann geht nachher zur Kasse und sagt, das ist nicht das, was der Shakespeare geschrieben hat oder was der geschrieben hat, und sie müssen ihr Geld zurückhaben. Okay. Das ist stark so fast verändert. Ich habe nicht erwartet, ich habe mir diese Vorstellung anders in Erinnerung, geben Sie mir das Geld zurück. Nicht? Also, nein, es ist, das stimme ich ja völlig überein, diese Lust, Dinge zu erfinden und zu
verbieten und das darf nicht sein. Und diese Tabuisierung ist ganz bestimmt nicht im Sinne derer, zu deren Schutz sich das ausgedacht worden ist. Das Tolle ist ja, dass die Amerikaner das abscheuliche, abstoßende Wort Nigger gebraucht haben. Und darum dürfen wir das nicht mehr sagen, was hier normaler Sprachgebrauch war. Das ist ja überhaupt eine Doppelperversität. Ist das richtig? Na gut, aber Nigger war ja immer ein Schimpfwort. Abscheulich, aber bei uns, wer hätte das Wort bei uns je gebraucht? Das war ein ganz normal gebräuchlicher Ausdruck. Mhm. Ja, sehe ich das richtig? Ich glaube, es wäre sogar verdienstvoll daran zu erinnern, dass es einen unschuldigen Gebrauch davon mal gegeben hat. Und nicht sozusagen jeden Gebrauch zu verdächtigen, dass er so geschieht wie diejenigen, die Sklavenhalterstaaten waren und Kolonien in Afrika hatten. Man könnte ja die Regel einführen, die Kolonien in Afrika hatten, dürfen sowas nicht mehr sagen, die anderen schon. Aber man darf, ohne mit einem Amerikaner, ein Österreicher aus Amerika, im Café ausgesessen und der wollte sich da gibt es doch einen Moor im Hemd, war also ganz entsetzt, nicht? Der Moor im Hemd, das ist ja, und wo ist dabei? Ja, das kann man doch, darf man doch nicht sagen. Einen schwarzen Mann im Hemd. Na ja, sicher. Dieses Beispiel gebrauchen Sie auch, gell? Ich glaube, nämlich, dass hier noch hinzukommt, dass die Geschichte des Mohren ja noch mal eine ganz andere ist. Die ist viel älter, die gibt es schon im Mittelalter. Und die stellt eigentlich den interessanten Fall von einer Positivdiskriminierung dar. Man war dem anderen, sogar wenn er ein Feind war bei der Türkenbelagerung oder so, plötzlich relativ wohlgesonnen. Die Leute, die dann hier geblieben sind, die konnten etwas werden bei Hof. Mehr als vielleicht andere, die eine hier gebräuchlichere Hautfarbe hatten. Und darum, glaube ich, ist die Geschichte des Mohren überhaupt eine ganz andere Geschichte, auch eine Geschichte der Faszination und der Versöhnung mit einem ehemaligen Feind. Ja, eben. War der Mohr ein Feind? Die Türken schon, aber die Türken, der Feind? Aber der Mohr Suleiman, ne, der dann Hofmohr wurde, diesen Fall. Und nachher ausgestopft. Und nachher ausgestopft. Das aber auch nicht. Interessant, stimmt das Beispiel, dieses Beispiel, dass die Bobo-Kinder ihren Eltern vorwerfen, dass sie Aluminiumfolien verwenden. Was ist denn da passiert? Warum sind die Kinder so unrebellisch und so dressiert auf brav? Nun, ich glaube, dass Kinder natürlich schlau sind und sozusagen jeden Machtvorteil, den sie gegenüber den Eltern wittern, auch auszuspielen versuchen. Und wenn wir uns als Erwachsene aufführen wie Kinder, dann wittern die ihre Chance, uns darin zu überflügeln. Wenn wir sagen, Gottes Willen, Plastikflaschen, dann sagen die im nächsten Zug, um Gottes Willen, Alufolie. Und wir sitzen in der Falle. Und das weißt du noch gar nicht, Und ich glaube, deshalb ist es gut, wenn wir auch unsere Kinder zur Erwachsenheit erziehen und sagen, pass mal auf, da stirbst du auch nicht sofort dran und langfristig stirbst du eh an allem. Ne? Und also das. Dann kommen wir noch ganz kurz. Sie haben noch etwas Wunderbares: das postmoderne Frauenbild. Man müsse Frauen vor, die seien offensichtlich gänzlich schwache, unmündige Personen, die man ständig beschützen muss davor, dass sie kein Binnen-I kriegen. Man muss ständig darauf hinweisen, dass es auch ÄrztInnen gibt und nicht nur Ärzte. Wie ist das? Ja, ich bin hier aufmerksam geworden durch einen Artikel der Schriftstellerin Karin Fleischer-Anderl, die auch an der Universität lehrt und die geschrieben hat, es ärgert mich, dass ich ausgerechnet an der Universität, wo das bisher keine Rolle gespielt hat, welchem Geschlecht ich zugehöre, so wie viele andere Fragen, welche Klasse ich zugehöre, welcher Hautfarbe. Man hat meine Argumente gehört und darüber gestritten und jetzt muss plötzlich ständig betont werden, dass ich eine Frau bin und das ärgert mich, weil die Universität war bisher ein Raum, wo ich den Luxus hatte, dass das nicht thematisiert werden musste und eine befreite Gesellschaft ist vielleicht überhaupt die, wo solche Dinge nicht thematisiert werden müssen. Hinzu kommt aber noch, dass ich auch hier wieder glaube, dass diese mikroskopisch kleinen Maßnahmen eine fatale Funktion haben, weil sie immer von den größeren Dingen ablenken. Also das lenkt ab von einer Verteilungsdebatte zum Beispiel, genau. Wie sieht es mit den Gehältern aus oder mit der Altersvorsorge und so weiter. Aber es lenkt sogar von etwas größeren Dingen ab. Ne? Genau diejenigen, die an den Universitäten sich fanatisch dafür einsetzen, dass man Frau Professorin und Frau Magistra abkürzen muss, obwohl selbst die Abkürzungen ja geschlechtsneutral waren. Ne? Da stand Prof und Mag und das hatte kein Geschlechtsende. Ja? Aber das muss jetzt auch sozusagen mit Geschlechtsteilen am Ende ausgestattet werden. Und
genau die, da frage ich mich, wo waren die bei der Bologna-Reform? Habe ich da jemals eine Stimme von denen gehört, die sich empört hätte, dass Studierende die Abschlusstitel Bachelor und Master bekommen? Ja, sind das denn geschlechtsneutrale Titel? Ja? Also Junggeselle und Meister? Ja. Und wie kann man das gendern? Haben wir darauf schon nachgedacht. Mistress, grauenhaft. Ja, genau, nur hat dieser Begriff ganz andere Konnotationen. Weiß Gott, weiß Gott. Ja, danke schön, da könnten wir stunden. Aber ich freue mich auf den nächsten Gast. Bitte hier zu bleiben, bitte sich so wie bisher einzumengen in das Gespräch. Meine Damen und Herren, Georg Fraberger ist als Psychologe am aktuell krisenbelasteten AKH in Wien tätig. Im Buch Ohne Leib mit Seele erzählt er, wie das ist, ohne Gliedmaßen geboren und doch ein glücklicher, erfüllt lebender Mensch zu sein. Die Seele nämlich ist es, die den Menschen zum Menschen macht. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Georg Fraberger. Herr Fraberger, sind Sie ein glücklicher Mensch? Ja, denke ich schon. Ja. Wenn man an eine Seele glaubt, glaubt man dann auch automatisch an Gott? Nein, ich möchte eben keine Glaubensfrage mehr draus machen. Glauben Sie an Gott? Ja, nebenbei. Wie entwickelt sich Selbstbewusstsein? Also wenn Selbstbewusstsein ein Gefühl ist, dann muss man das mühsam aufbauen. Und das entwickelt sich, würde ich mal sagen, ja, innerhalb mehrerer Jahre mit Hilfe der Eltern und anderen Erziehungsberechtigten. Haben alle Psychologen einen Schuss? Inklusive mir, ja. Aber wir zählen zum normalen Wahnsinn. Worüber können Sie herzhaft lachen? Über alle möglichen Missgeschicke, über Witze, über schwarzen Humor. Wie erobert man einen Menschen? Wie erobert man einen Menschen? Puh. Ich glaube, ich bin bis jetzt immer erobert worden. Ich habe das Glück, dass ich noch niemanden erobern musste. Ich wurde bis jetzt immer erobert. Sie haben 4 Kinder. Wie würden Sie Ihren Erziehungsstil beschreiben? Zwischen laissez-faire und autoritär. Ich bin kein großer Freund des anti-autoritären Erziehungsstils, aber zu autoritär, dann hätten sie Angst vor mir. So eine Mischform, ja, die irgendwann hoffentlich zu Empowerment führt. Brauchen Eltern Zeit zu zweit? Und wenn ja, was sollen sie dann in dieser Zeit tun? Streiten, sich demütigen, beleidigen, lieben, diskutieren, sich halten, vielleicht Fernsehen, was trinken, was essen. Brauchen viel Zeit füreinander, ja. Finden Sie Geld im Leben wichtig? Ja, ich befürchte, Geld ist sehr wichtig im Leben. Je mehr, umso besser. Aber es ist ein wertloser Gegenstand. Welchen Stellenwert haben Ihre Freunde? Ja, Familie, da verliert man Freunde. Das wird dann irgendwann unwichtig. Ich glaube, das kommt jetzt wieder, wenn die Kinder größer sind. Sie haben bald Geburtstag. Was wünschen Sie sich? Nochmal 39 zu werden? Vielleicht wird es ja in Erfüllung gehen. Ich hoffe. Danke für das Verhör. Danke. Frau Berger, schön, dass Sie hier sind. Was darf es denn sein, Rotwein oder Rivella? Also ich bin eher der Coca-Cola-Typ, dann das, was vorher. Ich habe gedacht, gar nichts, danke. Gar nichts, okay. Ich habe vorher schon. Danke. Dann sagen Sie mir bitte eines. Ich habe in Ihrem Buch etwas sehr Spannendes und Bewegendes gefunden, nämlich diesen Aspekt. Problemlosigkeit ist kein erstrebenswertes Ziel und ist auch nicht der Glückszustand. Es geht nur darum, wofür es sich zu leben lohnt, wie der Herr Faller geschrieben hat. Wofür lohnt es sich denn zu leben? Ja. Ich darf vielleicht da auch ganz kurz auf die Philosophie hinüberschwenken und auf den Ortega y Gasset zitieren. Der sagt, es gibt zwei Dinge, die sich im Leben lohnen. Das eine ist die Liebe, das andere ist die Musik. Und wenn ich das jetzt als Psychologe betrachte, dann muss ich sagen, was ist denn jetzt Liebe oder was ist denn auch Musik? Und auch die Biologen und die Psychologen gemeinsam, die sagen, es geht prinzipiell den Menschen darum, verstanden zu werden, sich irgendwie erkennen zu geben oder erkannt zu werden. Also in der Liebe haben wir dann den Prozess, dass wir hoffentlich den anderen erkennen oder erkannt werden und akzeptiert werden als das, der wir sind.
Und die Kunst, wenn ich sage, die Musik, die steht dann nicht nur für die Kunst, aber auch die Kunst ist auch eine Möglichkeit, erkannt zu werden. Was auch, ich darf vielleicht auch auf dieses Studio hinweisen. Ne? Es ist, wir sitzen hier in einer Halle, die im Prinzip eiskalt wäre. Und die heizt jemand. Und auch das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Mhm. Und diese Menschen, oft werden die Putzfrauen zum Beispiel, die werden oft gar nicht erkannt. Deren Tätigkeit passiert im Unsichtbaren. Die sieht niemand. Und auch der Mann, der hier das heizt, das sieht kaum jemand. Also es geht darum, dass man wirklich erkennt und wertschätzt. Und nicht nur den Generaldirektor, sondern auch den, der sowas heizt. Und dann lohnt sich jeder Beruf. Als das erkannt zu sein, was Sie sind, das war ein schwerer Weg. Könnte ich mir vorstellen. Ja, was man als Psychologe wirklich genau macht, ist immer noch unklar. Also, als das erkannt zu sein, wer ich bin, ja. Man hat viele Rollen im Leben. Ich bin halt, eine Rolle ist auch Psychologe. Ich bin auch Familienvater, ich bin Ehemann, ich bin Pflegefall. Man hat viele Rollen. Manche Rollen mag man, manche Rollen mag man nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht in Rollen drängen lässt, die man nicht mag, und dass man die Rollen, die man nicht mag, irgendwie aushalten lernt. Dass man aber trotzdem großen Respekt vor allen Rollen hat. Wie haben Sie gelernt, diese Rolle auszuhalten, die Sie mutmaßlich nicht mögen? Sie meinen jetzt die Rolle als behinderter Außenseiter zum Beispiel? Ja, das war eine Rolle, ja. die ich nicht mag. Nicht mehr, ja. Ich habe sie nicht gelernt zu mögen. Also was kann man nicht mögen, aber ich habe gelernt, einfach nur den paar Menschen zu glauben, die mich so mögen, wie ich bin, und mich auch so sehen, wie ich bin, und den anderen dann einfach nicht mehr zu glauben. Das, ja, also jetzt gar nicht abzuwerten oder gar nicht zu verurteilen, weil die mich ja auch nicht kennen. Die beurteilen mich ja dann nur wegen der Behinderung oder wegen des Rollstuhls, was auch immer. Wer hat Ihnen denn in der Kindheit am meisten geholfen? Natürlich meine Eltern. In der Psychologie ist immer alles auf die Mutter zu schieben. Sowohl alles Schlechte als auf die Mutter zu schieben. Und in diesem Fall, wenn ich sage, ich darf dann auch stolz sein auf meine Mutter, warum nicht auch die guten Dinge? Sie haben ja auch über die Psychoanalyse geschrieben. Also klar, die Eltern, die Brüder, aber auch die Schulfreunde, Kindergartenfreunde. Mhm. Es ist dann ein kleiner Kreis zwar, der einen Wert schätzt. Na, die Ärzte waren auch dabei natürlich. Also die paar wenigen Ärzte, die einen geschätzt haben, die mich auch behandelt haben, die haben schon viel dazu beigetragen. Ja, und gab es da nicht in der Pubertät eine tiefe Krise? Also ich glaube, ich wurde nie vor Problemen bewahrt. Das heißt, ich musste mich immer schon von Kindheit an integrieren. Deswegen war die Krise in der Pubertät wirklich nicht kleiner oder größer als die meiner Brüder. Weil die haben dieselben Probleme gehabt. Wir sind alle ungefähr 14 Monate auseinander. Die haben auch Schwierigkeiten gehabt, Mädchen kennenzulernen. Ich hatte dieselben Schwierigkeiten. Damit habe ich gewusst, die Behinderung ist nicht schuld. Und deswegen war die Krise, glaube ich, normal, dem Durchschnitt entsprechend. Und haben Sie irgendwann resigniert? Gab es einen Moment, wo Sie nicht leben wollten oder wo Sie gesagt haben, es hat keinen Zweck? Also nicht lang. Also Liebeskummer natürlich hat es immer wieder gegeben, aber nein, nicht wirklich. Nun deuten Sie hier etwas sehr Hartes an. Sie sagen, womöglich hätte es eine bessere Schwangerschaftsdiagnostik gegeben, würden Sie vielleicht gar nicht leben. Ist das so? Und wie ist das heute? Ja, also heutzutage ist es natürlich, je mehr man weiß, umso schwieriger ist es, sich auf was einzulassen, weil es ja auch dann die Verantwortung schon bei jemandem liegt. Und wenn eine Mutter sehr früh erfährt, dass ihr Kind schwer behindert ist, dann liegt es schon sehr, sehr früh in ihrer Verantwortung, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und wie kann man sich für etwas entscheiden, was man nicht kennt? Deswegen ist es die Frage, die Kennzahlen, die schauen ja aus. Also da müsste man dann Pränataldiagnostiker fragen, aber da geht es um Wahrscheinlichkeiten, die sagen dann sich 50 von 100 Kindern oder 34 von 280. Also man entscheidet sich dann für eine Zahl und nicht wirklich für einen Menschen. Deswegen wird es heute mit Sicherheit schwerer, weil man ja nicht, man sieht nie, wofür man sich entscheidet. Und man entscheidet sich nur für das Risiko. Mhm. Frau Bortisch, wofür lohnt es sich denn zu leben?
Ja, ich glaube, es lohnt sich zu leben für alles, was man selber im Leben tun kann. Für sich selber, für andere, für Partner, für Freunde. Ohne das hat das Leben keinen Sinn. Mhm. Also wir sind ein soziales Wesen. Wir gehören in eine Gemeinschaft. Und ich glaube, die Leute, die sich absondern, die finden auch sehr oft keinen Sinn im Leben. Mhm. Den Sinn im Leben, den findet man sich aber langsam. Sehr langsam. Und je älter man wird, desto mehr scheint es Sinn zu geben. Meine Idee dazu ist ja, dass alles, was wir tun und sagen, ist nicht verloren. Also Sie können zum Beispiel jetzt nicht verhindern, dass das, was ich Ihnen jetzt sage, bei Ihnen bleibt in Ihrem Gehirn. Genauso wie in einem Computer. Und das geben Sie weiter an alles. Sie verschenken sich sozusagen immer überall. Hugo, wie ist dir diese Lebensleistung, ein Volk ein bisschen klüger gemacht zu haben? Diese deine aufklärende Tätigkeit, war sie das Zentrale deines Lebens? Hat sie das Leben lebenswert gemacht? Die Arbeit, meine ja, Arbeit. Ich habe Freude an der Arbeit, und zwar an jeglicher. Also ich war immer gerne ein Journalist, bin es hoffentlich auch noch heute und mit großer Freude. Und ich denke, alles, was ich gemacht habe im Leben, wurscht, was es war, war immer Journalismus. Es war immer Neugier, wissen wollen, warum ist das so, wie geht es weiter, was wird es bringen, was tut es anderen, das ist alles mit eingeschlossen. Und ich finde daher diesen Beruf auch so köstlich, weil er jedes Denken in jede Richtung erlaubt und jedes Fragen in jede Richtung erlaubt und weil er ihn dazu zwingt, auf die Fragen auch Antworten finden zu wollen. Und die findet man ja hoffentlich auch oft. Okay. Sie frage ich das nicht, Sie haben ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, was das Leben lebenswert ist. Was hat Ihr Leben am allerlebenswertesten? Was war der Hauptpunkt? Wissen Sie, ich möchte vielleicht etwas anderes dazu sagen. Ja, bitte schön. Ich glaube nämlich, dass für die Antworten auf diese Frage, wofür es sich zu leben lohnt, die Menschen meistens nicht den Philosophen brauchen. Den meisten fällt sofort was ein. Und wenn man ihnen auch nur ein paar Beispiele nennt, wissen sie sofort bessere Beispiele. Entscheidend ist aber die Frage. Diese Frage zu stellen, ist ein Akt, auf den Menschen oft vergessen. Und wenn sie das vergessen, dann werden andere Dinge riesengroß. Ne? Zum Beispiel die Gesundheit. Wenn die Gesundheit so wichtig ist, dann opfern wir alles der Gesundheit. Dann ist aber plötzlich die Gesundheit nicht mehr für die Menschen da, sondern dann sind die Menschen plötzlich für die Gesundheit da. Und dann schulden sie ihre Gesundheit der Gesellschaft, damit die an ihnen sparen kann. Anstatt von der Gesellschaft zu fordern, dass sie wenigstens gefällig sich ihre Individuen sollte leisten können. Ne? Und da ist die Frage, wofür lohnt es sich denn eigentlich zu leben, so entscheidend, weil die verhindert, dass diese Dinge so groß werden. Wenn man die Frage der Gesundheit misst an der Frage, wofür lohnt es sich denn eigentlich zu leben, dann tun wir die Gesundheit wieder ungefähr dorthin, wo sie hingehört und sagen, stimmt, ein bisschen Gesundheit muss sein, ist ganz gut, aber zu viel lassen wir auch nicht zu, sonst ruinieren wir uns das Leben und das ist ja auch wieder ganz ungesund. Stimmen Sie dazu? Naja, also als Psychologe kann ich nur sagen, zu viel Fragen, dann stellt man sich selber nämlich in Frage. Das heißt, Fragen stellen ist gut, aber man muss aufpassen, dass man nicht alles, was man tut, in Frage stellt. Denn wenn ich irgendwohin auf Urlaub fahre und dann frage ich mich, will ich das wirklich, gerade bei Kindern ist das so, wenn man denen etwas gibt oder wenn man denen etwas anbietet und 10-mal fragt, dann wollen die das nicht mehr, weil man kann Sachen auch in Frage stellen. Man muss auch wirklich etwas mal einfach im Raum stehen lassen. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber die andere Krankheit ist natürlich, dass wir völlig gebannt mit einem Tunnelblick auf minimale Dinge schauen, wie Gesundheit oder Kosteneffizienz. Ja. Ja. Und da ist Fragen wieder gut. Da fragen wir nicht über uns, sondern da fragen wir über diese Dinge, sodass sie uns nicht beherrschen können. Aber die Antworten der Philosophie, auch wenn der Ortega y Gasset jetzt sagt, Musik und Liebe, er gibt ja nicht vor, welche Musik. Er sagt ja nur Musik. Also die Richtung sagt er nicht. Es ist da auch gibt mit Liebe. Auch Scheußliche, die einem das Leben verderben können. Ja, weiß Gott. Wem sagen Sie das? Ich bin seit Jahrzehnten Musikkritiker. Sagen Sie mir bitte eins. Haben Sie sich an Viktor Frankl orientiert, der ja das Äußerste erlitten hat im Konzentrationslager und das sublimiert hat? Ist das Sublimieren das, was Ihnen Kraft gegeben hat oder gibt?
Weiß ich nicht, ob es das ist. Also Viktor Frankl im Prinzip, also ich habe seine Sachen gelesen und ich finde es wirklich gut. Was halt heute, was die Wissenschaft heute braucht oder diese Naturwissenschaften, die wollen auch Zahlen, die wollen Fakten, die wollen eben, wie Sie gesagt haben, eine Antwort auf die Frage des Warum. Wir müssen Sachen messbar machen. Und wenn wir, so wie das Unterbewusstsein zum Beispiel, ne, das Unbewusste, heutzutage kann man sowas biologisch nachweisen, ob jemand was verdrängt oder nicht. Man kann das anhand von Hormonen, anhand von allen möglichen Stressreaktionen. Und wenn wir jetzt, Sie haben ja vorher gesagt, mit Gut und Böse, ob ein Mensch wird, wenn wir nachweisen können, das, was ich Seele nenne, ist quasi der Kern des Menschen, wenn wir nachweisen können, ob sich jemand jeden Tag verstellen muss und den Kern total vergessen kann, dann muss der irgendwann böse werden, weil der glaubt ja nicht mehr an die Menschheit. Und dieses Messen werden, diese Frage, also die Wissenschaft hat schon andere Ansprüche, glaube ich, als früher. Mhm. Und deswegen ist das einfach wichtig. Und ich werde halt auch immer gefragt, sind Sie religiös oder sind Sie Wissenschaftler? Wenn die Wissenschaft gilt zumindest in Österreich noch, die Religion ist auch eine Wissenschaft, hat eine eigene Fakultät sogar, die Philosophie auch. Es wird aber nicht mehr als Wissenschaft bezeichnet. Mhm. Ja. Was schade ist, gell? Da geht viel verloren. Es geht verloren, ja, ja. Wahnsinn, ja. Ja, dieses Fragenstellen geht verloren. Ne? So. Mhm. Wie haben Sie Ihren Kindern, Sie haben vier Kinder, Ihren vier Kindern die Familiensituation erklärt? Ich habe zum Beispiel vorgestern, ist meine Tochter empört nach Hause gekommen und hat gesagt, jemand hat geglaubt, ich bin ihr Opa. Ein wenig zusammengezuckt, muss ich ehrlich gestehen. Nun sind Sie in einer wesentlich drastischeren, wenn Sie gestatten, das zu sagen, Situation in dieser Hinsicht. Ja, also als Vater hat man ja das Glück, dass man für die Kinder immer der Größte ist. Wenn man eine Bindung hat, dann ist es egal, die Kinder, die erzieht man ja nicht mit Fußtritten oder mit Ohrfeigen heutzutage, sondern das funktioniert. Eine Bindung entsteht anders. Da muss man ein Kind nicht immer nur festhalten oder zurechtweisen. Das funktioniert anders. Und also meine Frau liebt mich, meine Kinder lieben mich. Das muss ich meinen Kindern gar nicht erklären. Die stellen nur fest, ob ich Hände habe oder nicht Hände habe. Und wenn die anderen Kinder fragen, dann sagen die, ja, der Papa hat keine Hände. Und dann zeigen die auf den Rollstuhl und sagen, schau, wie toll der Rollstuhl ist. Und die fahren ja mit, die benutzen ja auch die Hilfsmittel. Das ist ja, ja. Also der Erklärungsbedarf, der ergibt sich gar nicht. Aha. Ja, und die Seele, die Sie sozusagen als Hauptrequisit des Menschen bezeichnen, was ist das eigentlich? Also ich sehe immer nur, wenn ich, im Spital sieht man ja viele Menschen, und zwar sowohl entweder körperlich Kranke oder auch psychisch Kranke, nach schweren Autounfällen, nach Schlaganfall, was auch immer. Und man erkennt immer den Menschen, auch wenn der diese körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr bringt oder wenn der diese geistige Leistungsfähigkeit nicht mehr bringt. Sie erkennen einen Menschen. Und sie wissen, was diesen Menschen ausmacht. Und sie wissen, dass der auch wertvoll ist oder was er mag, was er schätzt, was er nicht mag. Und das ist das, was sozusagen überbleibt, was ihn eigentlich ausmacht. Mhm. Auch wenn in unserer leistungsorientierten Gesellschaft er diese Leistungen nicht mehr bringt. Das wollte ich gerade fragen. Alles, was Sie postulieren, ist in dieser Gesellschaft, in der Effizienz, Leistung, Perfektion ist, wird ja immer schwerer, oder täusche ich mich da? Na, im Krankenhaus sieht man die Welt zum Glück ein bisschen anders. Da ist es in der Philosophie wahrscheinlich auch. Und, ja, in der Geschichte weiß ich nicht. Ich habe schon gemerkt, als ich die Frage nach der Seele gestellt habe, sind Sie zusammengezuckt. Oh, davon handelt praktisch die ganze Philosophie, wenn ich das richtig sehe. Auch ja, man hat in verschiedenen Epochen unterschiedliche Dinge darunter verstanden. Ja, ja. Aber sagen wir, ich glaube, ein entscheidender Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist, dass
wie der Philosoph Epiktet einmal sagt, das, was die Menschen erregt und in Aufruhr versetzt, niemals die Tatsachen sind, sondern immer die Einbildungen über die Tatsachen. Und da beginnt dann die Seele eine Rolle zu spielen. Ne? Also nicht nur der Verstand, der die Tatsachen zur Kenntnis nimmt, sondern die Seele, die diese Tatsachen in ein bestimmtes Licht rückt und aus ihnen furchtbare Dinge oder großartige Dinge macht. Und da spielen sich dann die Leidenschaften der Menschen ab und das, was die Menschen mit Sorge oder Freude erfüllt. Darum ist es so wichtig, über diesen Aspekt nachzudenken. Und was empfehlen Sie einem Menschen in Ihrer Situation, dass er zu einer solchen Souveränität gelangt, die Sie haben? Ich vermute, Sie haben sie. Als Psychologe muss ich zum Glück nur zuhören. Also, empfehlen ist schwer. Was kann man empfehlen? Die klassische Freud-Schule. Nicht? Zuhört, bis der, wie ja, der liebe Professor Geringel immer sagte, so lange zuhören, bis der andere aus dem Fenster ruft. Nicht gar. Nein. Also man kann schon was empfehlen. Ich empfehle eigentlich, prinzipiell sind es drei Dinge. Das eine ist mal, seitdem ja Gott aus der Wissenschaft verdrängt wurde, heißt es immer, ich denke, also bin ich, und wir müssen wirklich lernen zu denken. Denn wir glauben dann plötzlich, wir sind, was wir denken. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind auch noch etwas, wenn wir nicht mehr denken oder wenn wir nicht mehr denken können. Und wir sind nicht immer alles das, was wir denken. Mhm. Und die große Schwachstelle der Philosophie ist ja, dass sie den Körper eigentlich nicht mit einbezieht. Und das ist dann das Bindeglied, glaube ich, zwischen Medizin und Philosophie, die Psychologie. Weil nämlich das Fühlen lernen ist das Zweite. Wir brauchen ja den Körper, um etwas zu fühlen. Wir denken zwar mit dem Kopf, aber fühlen tun wir im Körper. Und man muss wirklich schauen, was ist denn ein Gefühl, was ist ein Trieb, was ist eine Erregung? Man muss das genau differenzieren lernen. Und nur weil wir uns mal nicht wohlfühlen, heißt das nicht, dass es falsch ist. Und nur weil wir uns mal wohlfühlen, heißt das auch nicht, dass es richtig ist. Und heutzutage glauben wir, Glück ist immer richtig, aber das Glück ist nicht immer auch das Richtige und das Pech ist nicht immer auch das Falsche. Mhm. Ja, und das Dritte wäre dann quasi dieses Lernen, worauf es wirklich ankommt. Dass man sagt, was ist denn jetzt wichtig? Und da kommt uns dann das Geld in dieser Gesellschaft leider ein bisschen in die Quere, denn das Geld bestimmt den Wert. Glauben wir zumindest. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen unabhängig machen vom Geld. Mhm. Ja. Dann sagen Sie mir bitte noch, wenn ich eine Schlussrunde einziehen darf, was lesen Sie denn gern? Also es sind gern so Bücher von Joachim Bauer zum Beispiel oder von Antonio Damasio, diese Biologen und Neurologen, diese Sachen, die lese ich sehr gern, liebend gern. So was verschlinge ich. Mhm. Was verschlingen Sie gern? Unterschiedliche Dinge, aber mit Regelmäßigkeit lese ich die Arbeiten meines Freundes, des Philosophen Slavoj Žižek, slowenischer Philosoph, mit dem ich seit mehr als 20 Jahren eine Freundschaft verbinde, die auf der Basis eines profunden Dissenses aufgebaut ist. Also wir streiten immer wieder, aber ich finde das, was er schreibt, unglaublich anregend und er hat diese unglaubliche Fähigkeit, die schwierigsten philosophischen Figuren mit den einfachsten und verständlichsten alltäglichen Dingen zu verbinden. Und das ist sehr lehrreich und sehr anregend. Ein klassischer Marxist, fast nicht mehr existent, nicht? Erstaunlich, ja, dass sowas noch gibt. Vielleicht werden die Verhältnisse gerade wieder so grimmig, dass Leute wie wir uns wieder vermehren. Gibt es Literatur, also Belletristik, die Sie gerne lesen, von Aeschylus bis Handke, was weiß ich, ist ja eine reiche Auswahl. Auch da lese ich unterschiedliche Dinge. Friederike Mayröcker habe ich immer sehr bewundert. Und einer meiner Lieblingsschriftsteller ist Dashiell Hammett, der Kriminalautor. Genial. Von Rote Ernte und Das große Umlegen. So ist es. Was liest du denn gern, lieber Hugo? Die 1222 Seiten von Manfred Rauchensteiner, der Erste Weltkrieg. Großartig. Das Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ja. 1222, aber... Wo bist du denn schon? Da, ich bin schon nahe an 1000. Na, sehr was. Ja, aber eine tolle Sache, eine ganz großartige Geschichte, ja. Glück auf für die Part 200, die magst du dann aber mit links, nicht sozusagen? Naja, da braucht man noch zwei, drei Tage. Haben Sie eine Lieblingslektüre? Also erstens einmal lese ich gerne italienische Krimis. Ja, welche? Frutero und Lucentini.
Ja, sogar sizilianische, obwohl das mit Dialekt verbunden ist, da muss ich mir erst überlegen, was das überhaupt heißen soll bei jedem Wort. Aber ich meine, das ist wie ein Crossword. Also, aber das ist vor allem, weil wenn ich hier bin, muss ich das Italienisch weiter tun. Mhm. Und wenn ich dann in Italien bin, dann lese ich meistens Englische. Das hat mit der Olive und wir zu tun. Ja, natürlich. Also in der Toskana. Natürlich, ja. Auch ein Buch. Die Olive und ja, freilich. Legendär. Du bist der erste Mensch, der einen Bestseller über Olivenöl geschafft hat. Das ist schon beeindruckend, muss man schon sagen. Wenn ich Sie aber jetzt hier habe, sagen Sie mir, was ist das beste Kinderbuch, das je geschrieben wurde? Winnie the Pooh. Dankeschön. Meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Sie kennen möglicherweise Erich Kästners genialen Roman Fabian, die Geschichte eines arbeitslosen Germanisten in der sexuell aufgeladenen Atmosphäre Berlins zwischen den beiden Kriegen. Kennen Sie aber auch die Urfassung unter dem Titel Der Gang vor die Hunde, die vom Verlag in mehreren Details entschärft wurde, damals als das Buch herausgekommen. Jetzt ist diese Urfassung rekonstruiert erschienen. Und zu Erich Kästner auch meine Quizfrage. Eines seiner unvergleichlichen Kinderbücher erzählt von einer winzigen Direktorentochter und dem Sohn einer armen Witwe, die gemeinsam solidarisch das Leben meistern. Wie heißt das Buch? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Herrn Professor Pfaller gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke, das war ja eine Traumrolle. Sensationell. ORF 3 Kultur und Information.